Großer Serapis, bist du so barmherzig wie Amun? Willkommen, Bruder. Danke, Priester. Schön, dass die Ägypter zurückkommen. Seit mein Trommler eingesperrt wurde, ist es hier ruhig. Die Stille ist bemerkenswert. Ein Gerber ließ ihn verhaften. Er wirft ihm vor, ein wertvolles nubisches Löwenfell aus der Küpe gestohlen zu haben. Dabei hat er für ihn gearbeitet. Tragisch. Er ist ein aufrichtiger Mann. Überlass die Sache mir, Priester. Dieser Ort wird schwer bewacht. Zu gütig. Vielen Dank. Verdammt! Alles dir wie Eingeweide raus!
Ich bin das Opfer hier. Mein Fell wurde gestohlen. Wenn du es zurück willst, zahlst du ihm eine Entschädigung und tust Buße, indem du vor Serapis niederkniest. Das ist deine Antwort, Priester? Erpressung? Na gut. Ich fürchte, Serapis und ich haben noch einen weiten Weg vor uns. Und dir wünsche ich eine gute Reise, Bruder.